Yeah, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Tubic Buddies zu einem neuen Call of Duty großes Video von mir. Heute gibt es ein kleines Review über ein DLC, nämlich über das erste DLC, was für Call of Duty Ghosts erschienen ist, beziehungsweise erscheint. Es geht um das DLC One's Love, das gestern am 28.01. für die Xbox erschienen wurde und das einen Monat später für den PC und auch für die PlayStation User erscheinen wird. Im Hintergrund seid ihr deshalb Gameplay von Call of Duty Ghosts. Er spielt von mir auf der Xbox One und die erste Map, die ihr hier gerade im Hintergrund seht, ist die Map Bayview. Dann gibt es noch die Map Ignition, die als nächstes kommt, Containment, die danach kommt und dann als letztes zum Abschluss kommt noch die Map Fog. Und ja, im DLC One's Love ist auch noch eine neue Waffe enthalten, beziehungsweise zwei neue Waffen, nämlich die Maverick, und die gibt es einmal in Sturmgewehrform und einmal als Sniper. Und ja, viele Leute da draußen werden mich sicher wieder fragen, was halte ich so von einem DLC? Kann ich jetzt empfehlen, dass ihr euch das DLC kaufen sollt oder sollt ihr euch genau das ganze, den ganzen Season Pass kaufen, dass ihr alle DLCs bekommt, die für Call of Duty Ghosts erscheinen werden? Und ja, ich will da jetzt gar nicht so eine lange Nummer draus machen und ich fange gleich mal an. Ich habe heute nach einem gefühlten Monat mal wieder Call of Duty Ghosts angeschmissen auf die Xbox One. Ein paar Runden das DLC gezockt und ja, ich fange glaube ich mal als erstes mit der Waffe an. Wie finde ich die Waffe? Die Angst, die ja immer herrscht, wenn Leute irgendwie das DLC nicht haben, ist die Waffe overpowered, ist die irgendwie saumäßig gut, und ich kann euch gleich mal beruhigen und auch an die Leute, die an, ja, frohe Erwartungen an die Waffe reingingen, die Waffe ist nicht ganz so stark wie erwartet. Ihr seht hier gerade im Hintergrund das Iron Sight, ist ziemlich nice, aber die Waffe ist gar nicht so stark, sie hat eigentlich eine ziemlich geringe Feuerrate und macht nicht ganz so viel Damage wie zum Beispiel eine AK-12 oder so, und von dem her kann ich die Waffe jetzt ganz klar einstufen. Sie ist nicht die beste, sie ist jetzt zwar nicht schlecht, sie hat wirklich kaum Rückstoß, man kann sie eher mit der Remington vergleichen, aber ja, nicht die beste Waffe. Und ja, das zur Assault Rifle Waffe, und sie ist auch nicht die beste Sniper, die Waffe gibt es ja wie gesagt auch in Sniper Form und sie ist jetzt auch nicht eine der besten Sniper, muss ich sagen. Ich meine, ich finde ehrlich gesagt fast die VKS besser, und ja, dieses komische Standard Iron Sight, was da ja drauf ist bei der Sniper, das sieht irgendwie ganz komisch aus und ja, war auf jeden Fall nicht mein Ding. So ein Zielsucherteil kann ich ehrlich gesagt meistens dann ohnehin nicht empfehlen, ist ein bisschen noobig und so. Also die Waffe ja, die fühlt sich zwar gut an, aber ist jetzt nothing special, könnte man sagen, also nichts Besonderes. Ich darf das Wort ja nicht sagen wegen der Angstbombe, ihr wisst das schon. Und ja, dann kommen wir zu den vier Maps. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund die Map Ignition, das ist ja quasi Scrapyard von MW2. Und was hatte ich jetzt eigentlich so für eine Map? Ihr habt es gleich bei der ersten Map bei Bayview, glaube ich, ganz gut gesehen. Die sind einfach farbenfroher, nicht mehr ganz so matt wie die vorigen Maps, also die Standard-Maps in Call of Duty Ghosts. Das gefällt mir ziemlich gut. Und ich habe mir das vom Map-Design eher Richtung Black Ops 2 gediegen. Die haben eher einen ähnlichen Aufbau wie in Black Ops 2 und das fand ich eigentlich richtig geil. Also die Maps, muss ich sagen, ja, nicht schlecht, auch Scrap ja hier nicht, obwohl das richtig abfuckt. Die Leute campen dann meistens oben in genau diesem Gebäude, da kann man ja hochklettern und da oben campen die meistens mit Thermalsniper und so, das fuckt schon wieder richtig ab. Aber es gibt ziemlich geile interaktive Map-Events auf diesen Maps und ja, die sind einfach hammergeil. Und ja, ich glaube zum Beispiel, jetzt seht ihr hier die Map Containment, da gibt es so ein Nuklearfahrzeug in der Mitte, das explodieren kann, und wenn ihr da in der Nähe seid, dann wird quasi das Radar gestört, das Ganze hart gestört. Auf der Map Ignition startet, glaube ich, so eine Rakete. Auf der Map Bayview, wow, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, was es da für ein Spezialevent gibt. Nur das geilste Spezialevent gibt es auf der letzten Map, auf der Map Fog. Wenn ihr da den Campstrike aus der Kiste bekommt, also quasi den Campstrike, dann dürft ihr Michael Myers spielen. Wer den nicht kennt, könnt ihr mal googeln. Das rennt man dann quasi mit einer Axt herum. Man ist ziemlich schnell, ähnlich wie der Maniac, und kann die Leute nach der Reihe abschlachten. Richtig geile Killstreak, wo dann für alle sogar die, ja, diese Musik von Michael Myers ertönt. Also das ist hammergeil gemacht, war vom Map-Design her. Fog ist, glaube ich, die größte Map. Containment ist eher so eine Camper-Map. Man hat ja zwei Spots, links, rechts. Da gab es auch schon mal eine ähnliche Map in MW2 oder MW3, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, wo ja man quasi die zwei Seiten hat und man schießt dann hin und her, und ja, ist eher so zum Campen verleitet. Bayview, ja, eine ganz nette Map, wie gesagt, farbenfroh. Und ja, Fog, ja, man sieht zwar ziemlich schlecht, und die Map hat mir auch ganz gut gefallen vom Map-Design. Ich habe es jetzt zu wenig gezockt, aber First Impression würde ich sagen, nicht mal schlecht. Und ja, besser auf jeden Fall als einige Standard-Maps in Call of Duty Ghosts. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
Bewerten des Videos werden wir nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat das kleine Review über das DLC gefallen. Was kann ich euch empfehlen? Sollt ihr es kaufen oder nicht? Das muss im Endeffekt jeder selbst wissen. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz überzeugt von Call of Duty Ghosts. Und ja, ist dann, wie gesagt, eine Entscheidung für euch selbst, ob ihr euch das kauft. Wenn, dann würde ich eher doch den Season Pass empfehlen. Ein DLC zahlt sich meiner Meinung nach kaum aus. Und ja, für die PC-User da draußen würde ich allgemein kein DLC empfehlen. Denn da zocken dann meistens am Ende kaum noch Leute drauf. Und in diesem Sinne, ciao, servus, haut rein, bewerten nicht vergessen. Viel Spaß noch!